Hallo liebe Wohnmobilfreunde, Kastenwagenfreunde und Campingfreunde. Herzlich willkommen auf unserem Kanal Frischluftfans. Mein Name ist Sven. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben jetzt Winter, es ist Anfang Februar und wir sind im Moment gar nicht so oft unterwegs. Das Wetter war seit Mitte Dezember ziemlich mies. Und ja, wir fahren im Winter schon gerne weg. Das macht auch Spaß, an die Ostsee schön, wenn das Wetter gut ist. Aber nicht bei Dauerregen. Und gestern war es wieder so. Dauerregen, Sturm etc. Morgen soll es auch wieder mies werden, heute geht es. Aber für uns ist das immer so traditionell die Zeit, wo wir Projekte und Ideen umsetzen, die wir ja im Sommer, die uns in den Sinn kommen. Und heute will ich gerne eine Alarmanlage und Wegfahrsperre einbauen. Das Projekt ist schon sogar noch ein bisschen länger in unseren Köpfen, und zwar ein gutes Jahr schon. Und gekauft habe ich das Teil, was ich heute einbauen will, schon im April letzten Jahres. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum kauft man was und baut es nicht ein? Das ist relativ einfach erklärt. Unsere Freunde von Citroën haben seit einem Jahr an unserem Reifendruckkontrollsystem rumgedoktert. Und ich habe mich einfach nicht getraut, wenn ich da jetzt noch an die Elektrik beigehe, dann bin ich immer schnell der Schuldige, warum dieses Reifendruckkontrollsystem nicht funktioniert. Und darauf hatte ich keinen Bock. Jetzt war Anfang Januar wieder in der Werkstatt und sie haben jetzt was hingekriegt. Also im Moment funktioniert das. Ich bin noch nicht euphorisch, ob das so bleibt. Also mal gucken, wie das so wird. Ich habe mich aber jetzt entschlossen, das Teil einzubauen. Im ersten Teil, also Anja, setzt euch mal ein paar Sprungmarken in das Video. Im ersten Teil erkläre ich euch, was das ist, was das können soll und warum wir uns dafür entschieden haben. Im zweiten Teil versuche ich es einzubauen. Und im dritten Teil gucken wir, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, wenn ihr es heute bestellt, ob es in dem gleichen Karton noch kommt, weil es ja jetzt schon ein Dreivierteljahr, fast ein Jahr her ist. Und es hat sich in der Zwischenzeit bei dem Teil ein bisschen was getan. Nicht nur am Preis, also ich habe damals, glaube ich, noch bezahlt 169 Euro. Heute habe ich mal geguckt, auf der Homepage kostet es 250. Es hat allerdings nicht nur preisliche Veränderungen gegeben, sondern auch ein paar technische. Da komme ich im Laufe des Videos noch drauf zu sprechen. Wir haben also die alte Variante, also durchaus möglich, dass der Karton, wenn ihr es bestellt, ein bisschen anders aussieht. Und wir gucken mal rein, was da so alles drin ist. Und ich erkläre ein bisschen was dazu währenddessen, was das Ding können soll und warum wir uns dafür entschieden haben. Als allererstes oben auf liegt die Bedienungsanleitung. Normalerweise würde ich das in so einem Video nicht erwähnen, weil das gehört ja einfach dazu. Hier ist es wirklich erwähnenswert, weil es ist endlich mal eine Bedienungsanleitung und Einbauanleitung, die den Namen auch verdient. Es ist wirklich alles idiotensicher beschrieben, hoffe ich mal. Wir werden sehen, ob ich mich nachher blamiere beim Einbauen, aber es ist wirklich gut gemacht. Kein Wenn und Aber, alles gut erklärt. Bestimmte wichtige Dinge nochmal in Rot hervorgehoben, auch eine vernünftige Schrift, die kann ich sogar ohne Brille lesen. Also Hut ab, das ist wirklich mal eine Bedienungsanleitung, die nicht aus irgendeiner Sprache wild übersetzt wurde, sondern wo sich einer einfach hingesetzt hat und das aufgeschrieben hat, sodass man es auch versteht. Dabei sind zwei solche Fernbedienungen, die sind auch mit so einem Schiebeschutz hier versehen, dass man da nicht aus Versehen drauf kommt. Macht auch alles einen wertigen Eindruck. Und Hauptbestandteil dieser Alarmanlage, / Wegfahrsperre, ist dieses Teil. Im Wesentlichen ist es so, dass das Teil hier an den Pluspol der Batterie angeschlossen wird. Und alles, was vorher an dem Pluspol der Batterie angeschlossen wird, kommt dann hier rein. Und da passiert Folgendes. In dem Moment, wo ich die Sache scharf schalte, diese Wegfahrsperre, drosselt das Gerät die durchlässige Stromstärke. Muss immer überlegen. Spannung nicht, die Spannung bleibt, aber die Stromstärke wird gedrosselt. Das heißt, alle Systeme im Fahrzeug, die so einen gewissen Strom brauchen, die Uhr, das Radio, das Steuergerät und so weiter, behalten ihren Strom. Also ihr müsst jetzt nicht jedes Mal die Uhr neu stellen. Aber wenn jemand dann versucht, den Anlasser zu starten, dafür kommt nicht genügend Stromstärke durch. Das ist, glaube ich, begrenzt auf 10 Ampere. Und das Starten soll damit dann unmöglich sein. Das ist die eine Funktion, für mich ehrlich gesagt die wichtigere Funktion. Die zweite Funktion ist die Alarmanlage. Und zwar ist das Gerät ausgestattet mit einem Spannungssensor und einem Erschütterungssensor. Das heißt, wenn hier eine Erschütterung drauf kommt, und das wird passieren, wenn sich hier drinnen jemand bewegt, dann soll ein Alarm losgehen. Und wenn sich die Spannung hier ändert, dann soll auch ein Alarm losgehen. Das heißt,
Klartext, die Idee ist so, macht einer die Türen auf und das Licht geht automatisch an, was ja in jedem Fahrzeug, die Funktion ist ja in jedem Fahrzeug verbaut, dann merkt das Gerät das und macht Alarm. Hierzu hatte ich so meine erste Frage, die sich mir stellte, wenn hier jetzt kein Strom durchkommt oder nicht genügend, wie ist das mit meiner Solaranlage obendrauf? Habe ich trotzdem die Erhaltungsladung für die Starterbatterie oder ist das auch außer Kraft gesetzt? Nein, hat man mir geantwortet. Ich habe da eine Mail hingeschrieben. Man kann trotzdem die Erhaltungsladung, egal ob jetzt über Landstrom oder über Solar, das funktioniert. Und dann schloss ich meine zweite Frage an. Wenn jetzt die Solaranlage ein bisschen Strom liefert, dann kommt eine Wolke, sie liefert keinen Strom, dann ist ja eine Spannungsschwankung. Erkennt der Sensor dann eine Spannungsschwankung und macht Alarm? Und dann haben die gesagt, ja, das ist so. Das heißt, für mich ist eigentlich dieser Spannungssensor in diesem Fall jetzt unnütz. Den werde ich ausschalten. Das kann man aber relativ einfach über diese Fernbedienung machen. Die Funktion steht uns also nicht zur Verfügung, weil es einfach diese Spannungsschwankungen bei uns gibt durch die Solaranlage. Also eine Funktion, von der wir jetzt nichts haben. Deswegen hatte ich auch eingangs gesagt, für mich ist so die Wegfahrsperre eigentlich das Wesentliche. Bei dem Erschütterungssensor ist es so, und da komme ich gleich zu einer der Neuerungen, die das Ding haben soll, wenn ihr es heute bestellt. Der Erschütterungssensor soll heute ja etwas sensibler sein. Das kann ich jetzt nicht nachprüfen. Wir werden nachher mal sehen, wenn wir es ausprobieren, wie sensibel der ist. Da gibt es auch drei verschiedene Stufen, die man einstellen kann bei der Sensibilität dieses Erschütterungssensors. Ja, mal schauen. Die zweite Änderung, technische Änderung, die mit dieser Preiserhöhung wohl einherging, ist hier in dieser Polklemme. Das Kabel, was hier reinsteckt, ist in dieser Variante hier noch ohne eine Ader-Endhülse ausgeliefert worden. Das ist heute wohl abgestellt. Das ist hier eine vernünftige Ader-Endhülse drauf. Übrigens, diese Plastikkappe hier, die soll auch ein bisschen, also soll unheimlich stabil sein, dass man die nicht einfach zerstören kann und das hier schnell überbrücken kann, ne? Zum Sinn und Unsinn dieser ganzen Geschichte weiß ich nicht. Also es ist natürlich so, Profis wird das nicht abschrecken. Ne? Da brauchen wir uns nichts vormachen. Keine Sicherheitstechnik der Welt wird es schaffen, Profis davon abzuhalten, ins Auto einzudringen oder das Auto auch zu klauen. Aber ich glaube schon, dass es nochmal eine gewisse Hürde ist, dass es nicht unbedingt Spaß macht, in so ein Auto zu gehen und dann, ich sag mal, Hürden vorzufinden, die ein bisschen Zeit kosten. Das ist ja das, was Diebe eigentlich nicht haben, Zeit. Und das wird zum Thema Sicherheit im Wohnmobil wahrscheinlich unser einziges Video bleiben. Wir haben noch andere Sachen verbaut, aber wir wollen jetzt auch nicht auf YouTube alles verraten. Das ist nicht böse gemeint, dass wir euch das nicht gönnen, aber es schauen halt auch vielleicht Leute zu, die dann sagen, oh, da steht ein Auto, da brauchen wir nur das und das an Werkzeug mitnehmen und dann kriegen wir die Kiste weg. Das wollen wir vermeiden. Was ist noch dabei? Es ist das Signalhorn dabei. Das sieht so aus. Ist spritzwassergeschützt, also kann sowohl außen als auch innen angebaut werden. Das ist das Pluskabel, das wird hier verbunden mit dem eigentlichen Hauptteil. Und dann gibt es noch ein Massekabel, das heißt, das muss irgendwo an die Fahrzeugmasse angeschlossen werden. Und hier würde ich mal gerne eure Meinung wissen. Ich bin mir total unschlüssig, baue ich das Ding nach draußen oder baue ich das Ding nach drinnen? Das wird auch heute final nicht dazu kommen. Wir bauen das heute nur mal provisorisch an, sodass wir es mal ausprobieren können. Ich habe mir folgende Sache überlegt. Wenn ich das Ding nach draußen baue, jedes Mal beim Scharfschalten der Anlage und beim Entriegeln der Anlage gibt es einen Quittierton. Das heißt, meine Nachbarn, im Zweifelsfall ihr, wenn ihr neben uns steht, oder eben auch unsere Nachbarn zu Hause, kriegen jedes Mal eine Information, ah, er hat die Tür aufgemacht und er hat das Auto freigeschaltet oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das irgendwann auch andere Leute nerven könnte. Das ist natürlich, wenn das Ding draußen angebracht ist, ja, schon ein Thema. Das Zweite, das macht natürlich, wenn es draußen ist, mehr Alarm draußen, als wenn es drin angebracht ist. Wie ist das? Wie seht ihr das? Sind die Leute heutzutage so, dass sie sich dann einmischen, dass sie die Polizei rufen oder dass sie vielleicht sogar hingehen und nach dem Rechten sehen? Ich habe da so meine Zweifel. Ich glaube eher, dass die Leute genervt sind und sagen, wieso ist das schon wieder ein Fehlalarm? Aber ich weiß es nicht. Die zweite Variante ist, man kann es nach drin setzen. Dann ist nur der Einbrecher genervt. Draußen merkt man es vielleicht dann nicht so. Ich
bin mir echt noch unschlüssig. Also ich tendiere im Moment fast eher zu innen, aber ich weiß nicht, mich würde mal eure Meinung interessieren, wo man das Ding am besten hinsetzt. Wie gesagt, heute wird das noch nicht final entschieden. Das werde ich auch nicht mehr in irgendeinem Video erwähnen, wo das Ding letztendlich gelandet ist, weil mit dem Seitenschneider ist das Ding natürlich auch schnell durchgeschnitten. Also das sollte vielleicht schon mein Geheimnis dann bleiben irgendwann. Dann ist noch so eine kleine Tüte dabei. Da ist einmal eine Karte drin, da steht die Gerätenummer drauf. Mit der Gerätenummer kann man sich registrieren bei der Firma, wenn man so einen Schlüssel mal nachbestellen will, wenn man den verloren hat. Dann ist drin ein großer Kabelbinder, um das Teil an der Starterbatterie zu fixieren, und Klebepads, um das nochmal zusätzlich zu fixieren. Des Weiteren ist hier ein Spezialschlüssel drin, so eine Art Imbus, sieht aus wie ein Imbus, ist aber ein Spezialschlüssel, der für diese Polklemme hier gedacht ist. Das heißt, die kriegt man nicht so einfach ohne weiteres ab. Die kriegt eigentlich nur derjenige ab, der diesen Schlüssel hat, also ich, oder eben mit roher Gewalt und viel Zeit. Ne? Das ist so im Wesentlichen eigentlich das Ganze. Ja, für den ersten Teil soll es das gewesen sein. Ich mache in Ruhe die Fußmatte raus und melde mich wieder, sobald ich soweit bin, dass es zum Einbau losgehen kann. So, Fußmatte ist raus. Ganz gute Gelegenheit, auch mal hier unten zu saugen. Bisschen was an Staub geht ja doch durch die Ritzen. Ja, ganz schöner Kavenz, man, die Batterie. Ne? Ich bin ein bisschen überrascht. Also als allererstes, klar, das kennt ihr, wird jetzt erstmal der Minuspol gelöst, um dann hier vernünftig arbeiten zu können. Und dann muss das Teil hier ab und dann mal gucken, ob das passt hier mit dem Alarmsystem, Wegversperre etc. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, hatte ich vorhin schon gesagt, wie das Teil eigentlich heißt? Nee, ne? Das ist Caddy Lock, nennt sich das. Wenn ihr das googelt, dann wundert euch nicht. Wahrscheinlich kommt dann jede Menge Bilder von Cadillacs. Das ist natürlich nicht gemeint. Ja, die haben eine eigene Homepage. Es gibt eigentlich auch nur zwei Produkte da auf der Seite. Ich glaube, Anja verlinkt euch das nachher auch nochmal in der Videobeschreibung. Da steht auch immer drin, finde ich eigentlich ganz cool, wie viel die noch vorrätig haben. Also wenn ihr da was bestellen wollt. Wir haben da gar keine Aktien dran. Ihr habt es ja vorhin gehört, wir haben es selbst gekauft. Das ist hier nicht gesponsert. Und wenn das Teil nichts taugt, dann würde ich es auch sagen. Mal gucken. Wir lassen uns mal überraschen. Das sitzt ziemlich fest. So, Massekabel ist ab, war ein bisschen hartnäckiger, also saß relativ fest drauf, soll es ja auch. Ja, jetzt mal gucken, ziehe ich hier mal den Pluspol lösen. Schon alles recht verbaut hier. So, den Pluspol habe ich jetzt schon gelöst, aber hier tut sich noch nichts und es fühlt sich so an, also hier kann man so ein bisschen das bewegen, als ob diese beiden Schrauben, so Kreuzschlitzschrauben, hier auch noch mal die ganze Geschichte festhalten. Ich probiere das einfach mal, die mal rauszudrehen, in der Hoffnung, dass es dann geht. Die werden wir nachher wahrscheinlich auch nicht wieder festmachen können. Hoffen wir, dass die keine große Funktion haben. Zu dicke Finger. Ja, lose scheint es zu sein. Ist es wahrscheinlich nur noch unten der Pluspol, der sich ein bisschen wehrt, wie vorhin auch das Massekabel. So, das ist jetzt alles lose, also auch hier diese beiden roten Teile, wo die Kreuzschlitzschrauben drin waren. Und jetzt kann man das hier vorsichtig lösen. Was mir ein bisschen oder uns so ein bisschen eben stutzig gemacht hat, das Auto macht hier Geräusche. Wahrscheinlich
wenn man hier dran rumfummelt, dann ging die Uhr auf einmal an. Also das war ein bisschen seltsam. Ja, mal gucken. Jetzt muss im Grunde genommen dieses Bedienteil, oder dieses Steuerteil hier dazwischen. Ja, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. So, ich habe jetzt den Caddy Lock hier und habe das Anschlusskabel hier schon mal auf den Pluspol raufgesteckt. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Ich kann mit dem Licht hier nochmal. Und nehme jetzt diesen Spezialschlüssel und ziehe das fest. Also es ist schon ziemliches Gefummel und alles relativ eng hier. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen gleich aussieht oder ob hier viel auch Elektrik von unserer ganzen Bordelektronik, Solar etc. Das wird hier auch noch eine Rolle spielen. Vielleicht ist das bei manchen noch ein bisschen weniger an Kabellage. Ja, ich versuche das jetzt mal mit diesem Schlüssel hier festzuziehen. Zeig mal, wo genau? Na, hier an der Polklemme, ne? Da unten ist die Öffnung dafür. Das kann man jetzt schwer sehen. Ich kann auch nicht. Also, das ist ein ganz schönes Gefummel, zumal dieser Spezialschlüssel natürlich auch nicht so einfach passt wie ein Imbus. So, also man muss immer ein bisschen fummeln. Es ist auch noch nicht fest. Einmal ist das Teil mir jetzt schon abgeschmiert hier unten rein. Jetzt habe ich mir so eine Greifzange geholt. Ich bin hier Gott sei Dank in unserer Werkstatt von der Firma, wo ich arbeite. Und ja, da habe ich den hier unten wieder rausgefummelt. Also es ist nicht so ohne, dadurch, dass das alles sehr, sehr eng ist hier, ne? So, der Caddy Lock ist jetzt erstmal angeschlossen. Jetzt müsste das Teil hier so platziert werden, dass der Pluspol, also das, was vom Fahrzeug kommt, hier wieder rauf passt. Und die ganze Kabellage muss natürlich hier auch noch ein bisschen versteckt werden, damit wir den Deckel nachher auch noch drauf kriegen. Ne? Das muss natürlich alles untergebracht werden. Also dieses hier muss dann noch wieder rauf. Ja, hier diese. Das ist ja das, wo die ganze Fahrzeugelektrik dranhängt im Grunde genommen. Was vorher an dem Pluspol war, muss jetzt an den Caddy Lock. Und der Caddy Lock muss auch noch befestigt werden, damit hier nicht der Erschütterungssensor verrückt spielt. Ne? Aber so, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, so kriegt man den da schon gut drauf. Das passt. Und ja, ob es nachher von der Höhe her mit dem Deckel kommt, müssen wir sehen. Wenn nicht, dann war es ein Versuch. Mal gucken. Ja, hier sind diese mitgelieferten Klebepads. Die kommen jetzt hier auf die Unterseite. Mal gucken, 4 Stück haben sie mitgeliefert. Und die werde ich auch alle verballern, damit das wirklich gut fixiert ist. Ja, jetzt meine Lieblingsaufgabe, das Abknibbeln der Folie. So, und jetzt, Kamera läuft? Mhm. Ja. Jetzt platziere ich das Teil so, dass die Polklemme hier genau über der Batteriepolklemme ist, damit ich nachher das Teil, was fahrzeugseitig kommt, da wieder gut drauf kriege. Also so komplett an diese Halterung ran. Genau, jetzt ist das schon fixiert. Ja, jetzt setze ich das Teil hier wieder drauf. Das
Kabel? Musst du irgendwo hin? Ja, das Kabel habe ich jetzt hier so an der Seite ein bisschen unter diese Halterung von der Batterie geklemmt. Ich sag mal, für unser Fahrzeug hier, für den Jumper, hätte das Kabel ruhig kürzer sein können. Aber das ist halt ein Universalgerät und das soll ja überall passen. Ja, mal gucken. Also das geht jetzt eigentlich gut drauf hier, das passt soweit. Wie gesagt, diese kleinen Schrauben, die wir hier vorhin rausgemacht haben, die können wir jetzt nicht wieder verwenden. Ja, eigentlich sollte das Ganze ja noch mit diesem Kabelbinder hier um die Batterie. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf, weil die Batterie hier rauszukriegen ist schon richtig Arbeit. Ja, ich ziehe das jetzt hier fest. Dann kommt das Minuskabel hier noch mit dran an die Batterie. Das ist dieses schwarze. Und das hier wird nachher verbunden mit der Sirene. Wie gesagt, das mache ich nur provisorisch mit der Sirene. Dann kommt der Deckel mal drauf. Dann gucken wir mal, ob das überhaupt passt. Ja, jetzt befestige ich das ganze Elektronikzeug, was vom Fahrzeug kommt, wieder an der Klemme vom Cadillac. Ich habe ja hier auch so eine Ratsche, ne? Dann kann ich das hier auch machen. Okay. Oh, ich würde sagen, dann verbinde ich mal die Sirene mit dem Kabel hier und knibbel mir das mal hier irgendwo dran, dass das Masse kriegt. Dann kommt der Minuspol wieder drauf und dann kicken wir mal. So, wir setzen das wieder drauf hier. So, hier war noch einer, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher die alle kommen. Das ist der vom Cadillac und hier war noch einer. Die kommen jetzt hier noch mit drauf. Den fädel ich hier noch unten durch, dass es ein bisschen ordentlich aussieht. Gar nicht so einfach, gar kein Platz mehr. Funkt hat es schon, habt ihr es gesehen? Ja, die Mutter muss ich noch holen. Ihr wisst ja, ohne Mutti läuft nichts. Sieht man nichts, ne, wenn ich meine dicken Wurstfinger davor habe. Ja, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend. Das sind übrigens hier die Schläuche von unserer Luftfederung. Hier auch noch mit drin zu allem Überfluss. Hol ich den Zehner. So, fest ist alles. Jetzt wollen wir mal schauen. Thank you.
geht's. Die tun wir mal her fest. Ich würde sagen, passt. Passend tut es. So, der Deckel ist drauf. Jetzt ist es so, man hat hier 4 Knöpfe. Der eine ist relativ simpel, da ist so eine Glocke drauf. Ich glaube, das ist dafür gedacht, wenn ich mich richtig erinnere in der Bedienungsanleitung, dass man das Auto suchen kann. Also wenn ich jetzt auf dem Parkplatz mein Auto nicht finde, dann kann ich da drücken und dann macht es Alarm. Eine Funktion, die ich ehrlich gesagt nicht brauche. Dann gibt es einmal den Knopf zum Scharfschalten und einmal den Knopf zum Entriegeln. Und dann gibt es noch einen Knopf zum Stummschalten, dass ihr die Alarmanlage ausschaltet, aber die Wegfahrsperre eingeschaltet bleibt. Das heißt, wenn ihr irgendwo, was weiß ich, ihr seid in irgendeiner Großstadt, habt die Wegfahrsperre scharf geschaltet, wollt aber noch mal rein ins Auto, könnt ihr einfach den Alarm ausschalten. Das ist diese Taste. Und das ist die oberste. Und diese drei Tasten sind auch dafür da, um den Erschütterungssensor und den Spannungssensor in der Sensibilität einzuschalten bzw. eben auch auszuschalten. Das heißt, wenn ich hier diese beiden gleichzeitig drücke, dann kann ich die Sensibilität des Erschütterungssensors einstellen. Ich mache das mal, nicht erschrecken. Das ist jetzt Sensibilitätsstufe 1. Wenn ich es nochmal drücke, ist es die 2. Und jetzt ist es Stufe 3. Das soll die empfindlichste Stufe sein. Ich schalte jetzt mal die Alarmanlage scharf, beziehungsweise die Wegfahrsperre und Alarmanlage. Dann quittiert er das mit einem Ton. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Das macht er jedes Mal, diesen Ton. Und das könnte irgendwie Nachbarn nerven. Jetzt hört ihr das relativ deutlich, weil das Ding liegt hier unten, diese Sirene. Aber wenn das draußen ist, das könnte schon Nachbarn nerven. So, das ganze Ding soll jetzt scharf sein. Ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt vorher noch nicht probiert. Und wenn jetzt hier vorne jemand rumtrampelt, was ich eben gemacht habe, dann macht der Alarm. Das ist also dieser Erschütterungssensor. Das heißt, das wird wahrscheinlich nicht auslösen, wenn ich jetzt hier hinten, ich sag mal, mich zu schaffen mache und den Laptop klauen will. Dieser Sensor soll aber in der neuen Variante eben verbessert sein. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen. Da soll es wohl so sein, wenn schon eine Tür geöffnet wird und das Ding ist auf sensibel eingestellt, dass das losgeht. Ich weiß allerdings auch nicht, wie verhält sich das, wenn jetzt so ein LKW neben einem durch ein Schlagloch donnert und das Auto wackelt, geht das dann auch schon los? Das ist so eine Sache. Also ich würde das wahrscheinlich für uns auf nicht ganz so sensibel einstellen, weil mir geht es in erster Linie um die Wegfahrsperre. Die zweite Geschichte ist dieser Spannungssensor. Dafür drücke ich jetzt habe ich die Alarmanlage, die Wegfahrsperre wieder ausgeschaltet. Das quittiert damit zweimal. Wenn ich jetzt hier einmal drauf drücke, jetzt hat es viermal gepiept, jetzt ist der Spannungssensor ausgeschaltet, so hieß es in der Beschreibung. Wenn ich nochmal drücke, ist er eingeschaltet und jetzt sollte eigentlich, wenn hier drinne irgendeine Spannungsänderung stattfindet, die mit der Bordbatterie zu tun hat, also nicht mit dem Netz, was weiß ich, ihr könnt Kühlschrank und so laufen lassen, das läuft ja auf die Aufbaubatterie, nicht auf die Fahrzeugbatterie. Also wenn ich jetzt hier einschalte, dann sollte der eigentlich losgehen. Und wie Sie hören, hören Sie nichts. Keine Ahnung, woran es liegt. Also das scheint zumindest hier bei uns jetzt so nicht zu funktionieren. Ich bin mir jetzt auch nicht bewusst, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich schalte nochmal aus. Das ist jetzt zweite Stufe von der Sensibilität. Das soll das Sensibelste sein. Jetzt mache ich nochmal scharf. Es ist scharf geschaltet und jetzt müsste ja eigentlich, wenn ich hier ausschalte, oder wieder. Oh, doch. Jetzt geht's. Also, es funktioniert. Es funktioniert also. Wenn ihr die Automatik, dass das Licht angeht, wenn die Tür aufgeht, anlasst und es kommt jemand rein, dann würde dieser Alarm losgehen. Also auch eine ganz gute Sache. Wir müssen das, wie gesagt, ausschalten wegen unserer Solaranlage, weil da sind Änderungen halt vorprogrammiert, das kann man gar nicht verhindern, spätestens wenn die Sonne untergeht. Diese Funktion werden wir also nicht haben. Ja, gibt es dazu jetzt noch was zu sagen? Nee. Jetzt wollen wir mal gucken, wenn ich die Anlage scharf schalte, ob ich das Auto auch tatsächlich nicht gestartet kriege, weil das ist ja eigentlich das, worum es uns ging.
Dazu muss ich vorweg sagen, in der Bedienungsanleitung steht, dass man sich damit einen Fehler produzieren kann. Das heißt, das Auto erkennt wahrscheinlich, da ist eine Unterspannung oder irgendwas liegt davor und macht einen Fehler ins Motormanagementsystem, den man auch nicht so einfach gelöscht kriegt. Das heißt, eigentlich sollte man das jetzt gar nicht ausprobieren, sondern darauf hoffen, dass das funktioniert. Der Rest der Anlage hat bisher funktioniert. Man könnte jetzt darauf vertrauen, um sich diesen Fehler nicht reinzuproduzieren. Um den Fehler zu löschen, muss man in die Werkstatt fahren oder man hat so ein Gerät, so eine OBD-Schnittstelle, um das selber machen zu können. Und ich habe spaßenshalber mal bei meinen Freunden bei Citroën nachgefragt, wie das ist, ob sie mir mal einen Fehler löschen können. Da habe ich erstmal einen Vortrag gekriegt, dass man das auf gar keinen Fall machen kann. Fehler werden nicht einfach gelöscht, da muss erstmal repariert werden. Naja, wenn ich einen Fehler löschen will, wo ich weiß, dass ich den selber produziert habe, was würde das denn kosten? Und dann hat er mir auch noch nicht geantwortet, sondern hat gesagt, ja, also der Verrechnungssatz für Elektro, also die haben unterschiedliche Verrechnungssätze, was für ein Spezialist da gerade dran ist, Verrechnungssatz, setzt euch hin, für Elektrofachkraft im Autohaus, Citroën, 141 Euro die Stunde. Gleich mit dem Zusatzhinweis versehen, bei so einem Transporter, was ja unser Wohnmobil, unser Kastenwagen ist ja eigentlich ein Transporter, da ist das alles viel komplizierter und würde auch lange dauern. Also man kann wirklich mit dreistelligen Kosten rechnen, zumindest hier in Schwerin in unserer formidablen Citroën-Werkstatt, um sich so einen Fehler, bei dem man genau weiß, wie man ihn produziert hat, löschen zu lassen. Jetzt gibt es viele freie Werkstätten, die können das auch, die machen das wahrscheinlich auch für kleineres Geld. Oder man kauft sich halt mal so ein OBD-Teil, um das selber machen zu können. Die kriegt man schon für unter 50 Euro. Ich bin jetzt ehrlich gesagt so, wenn ich so eine Sache eingebaut habe, will ich es wenigstens einmal ausprobieren und gucken, ob das tatsächlich funktioniert oder ob ich mich hier auf was verlasse, was eigentlich gar nicht da ist. Das heißt, ich mache das jetzt mal, nehme das in Kauf, dass hier wahrscheinlich ein Fehler reinkommt. Vielleicht ist das auch bei einmal noch nicht so der Fall. Mal sehen. Ich schalte mal scharf. Also einmal der Quittierton, das sollte jetzt eigentlich nicht mehr zu starten gehen. Ich mache nochmal aus. Jetzt war wieder eine Spannungsänderung, deswegen ist der Alarm sofort losgegangen. Ne? Also ich mache mal 1, 2, 3, 4. Jetzt müsste der Spannungssensor aus sein. Jetzt schalte ich scharf. Okay. Das ging kurz vorne an, ging sofort wieder aus. Alarm kam nicht wegen der Spannung, weil ich den Sensor ausgeschaltet habe. Jetzt versuche ich mal zu starten. Es passiert nichts. Also, das Auto ist Schrott. Er hat jetzt auch irgendwas hier Nachwehen gehabt, keine Ahnung. Jetzt mache ich mal wieder, jetzt öffne ich die ganze Geschichte wieder. Mal gucken, was er jetzt macht. Ich bin gespannt. Okay, es geht nicht wieder aus. Steht natürlich jetzt die falsche Uhrzeit und so weiter, weil wir ja an der Batterie dran waren. Yeah, er läuft! Oh Gott. Hurra, hurra! Also. Dann haben wir einen Fehler drin. Ach so, da habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob wir einen Fehler drin haben. Hintertüren offen, ja, okay. Nee, also er sagt jetzt nur, dass die Türen offen sind und dass ich nicht angeschnallt bin. Also er hat offensichtlich von diesem Eimer ausprobieren noch keinen Fehler produziert. Also vielleicht ist das auch nur, wenn man das häufiger macht. Keine Ahnung, vielleicht kommt das auch noch. Ich werde es jetzt auch nicht mehr weiter ausprobieren. Also die Anlage funktioniert. Ja, kleines Fazit. Der Einbau ist machbar. Es ist natürlich alles sehr eng da unten. Funktionsweise habt ihr gesehen, haut alles hin. Für relativ kleines Geld kann man ein bisschen mehr Sicherheit ins Wohnmobil, in seinen Kastenwagen bekommen. Ich hatte es vorhin gesagt, ich glaube im Moment 250 Euro kostet es da auf der Homepage. Ihr könnt mal googeln. Ich hatte es damals sogar über Amazon bestellt. Ich weiß nicht, ob es direkt auch vom Hersteller kam. Wir verlinken euch das nochmal unten. Wir haben das nicht gesponsert bekommen, also alles, was ich hier erzählt habe, habe ich so nach freien Stücken auch alles selbst gekauft. Das hatte ich vorhin auch schon gesagt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn das so ist, kommentiert fleißig, da freuen wir uns immer drüber. Gerade auch die Frage mit der Sirene, ihr habt das jetzt eben gehört, die lacht jetzt hier unten drin, die ist schon laut.
Soll ich die nach draußen oder nach drinnen setzen? Ich weiß es nicht. Wie würdet ihr es machen? Wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, dann freuen wir uns. Und das Abo ist natürlich auch ein großer Lohn für uns und es kostet nichts. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Dann verpasst ihr auch kein Video, gerade wenn ihr das Glöckchen drückt. So wollte ich es nämlich sagen. Ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Anja, das Kamerakind, verabschiedet sich auch. Ciao, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.